Und die 400 Off-White-Pulli noch mal hier am Start. Highlight die Bomberjacke. Prada Bomberjacke in grün. Handschuh von Prada. Essential in Hamburg. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marv. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Wir haben heute ein Wie-Viel-Ist-Ein-Off-White am Start hier am zweiten Weihnachtstag. Ich wünsche euch an der Stelle allen ein frohes Weihnachten für alle, die es feiern. Und schöne Feiertage, eine schöne Zeit mit euren Familien, Leute. Genießt es auf jeden Fall. Wir haben heute zwei Outfits am Start, zwei sehr coole Outfits. Checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab, Leute. Und ich würde mal, bevor wir jetzt starten, erstmal hier mein Outfit nochmal vorstellen und da starten wir straight. Wir starten an der Stelle mit meinen Schuhen, Leute. Ich trage hier an der Stelle Cactus Jack Air Force One. Passt gerade zu meinem Outfit. Ich merke gerade, da ist irgendwas, hat gerade den Schuh gekratzt, das Leder da an der Toebox. Ja, der Schuh kostet 500 € bis 600 € im Resell. Die Jeanshose ist made by myself. Die ist von Weekday. Die habe ich hier unten aufgecuttet. Hier an den Taschen hinten auch ein bisschen gerippt. Also hier ein bisschen so die Hose einfach, ja, kaputt gemacht, sage ich mal. Aber mir gefällt das auf jeden Fall. Und ja, die Hose hat bei Weekday 60 gekostet. Ist die Barrel Jeans, falls es da jemanden interessiert und falls das da irgendwie jemand danach machen möchte. Ja, ist eine sehr entspannte Jeans auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Jacke an, die berüchtigte No-Name-Jacke, wo ich die Marke nicht kenne, wo auch nirgends eine Marke drin steht. Die kostet 90 €. Der Balenciaga Pullover kostet roundabout 600 €. Die Cap hier, ja, ist auch eine coole Cap meiner Meinung nach von Dutch. Die kostet 40 €. Das ist hier mein Outfit-Endbetrag, Leute. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Was geht ab, Bro? Wie geht's dir? Wer ist es? Hergen heiße ich. Ich war auch schon ein paar Mal im Video. Genau, Hergen. Ich habe tatsächlich schon so viele Menschen im Video gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, das glaub ich, wann hier das war. Aber alle guten Dinge sind auf jeden Fall drei. Genau, das ist richtig. Zum dritten Mal hier, meinst du? Wann war das letzte Mal? Das ist schon eine Weile her. Also auf jeden Fall über ein Jahr. Ich denke mal, so anderthalb Jahre ist es auf jeden Fall schon her. Ja, dritter Versuch, Bro. Hau mal raus. Was ist dein Outfit wert? Fangen wir bei den Schuhen an. Genau, also die Schuhe, das sind Off-White OOO, heißen die, also Out of Office, dafür steht das. Okay. Ich glaube, die kosten 390, wenn ich mich recht erinnere. 390? Ja, genau. Die Hose ist von Boohoo, die habe ich relativ neu. Die machen eigentlich ganz coole Hosen. Mhm. Ja, ist halt so eine braune, so eine mäßige Cargo-Hose. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich glaube, die hat gekostet, ich glaube 60 ungefähr. 60? Oder nee, ich glaube, die war reduziert. Ich glaube 30. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber ich glaube 30 hat die gekostet. Also ziemlich günstig. Was habe ich denn noch an? Ich habe noch einen Off-White-Pullover an, den habe ich schon relativ lange. Der hat, glaube ich, 450 gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Also um die 400 auf jeden Fall, sowas war das. Um die 400, Off-White-Pulli noch mal hier am Start. Genau. Ja. Ansonsten habe ich noch eine Moncler-Jacke an, Favy Lee heißt die. Also Favy Lee Logo heißt die, um es genauer zu nehmen. Die hat gekostet 1300. Ja, genau. Oha. 1300 hat die gekostet. 1300. Und sonst, ja, also vom Outfit her war es das eigentlich schon. Ich habe sonst Schmuck-Match, ja, genau. Ich habe noch einen Ring um. Der besteht aus 900er Gold, also ist sehr, sehr weich. Muss man extrem aufpassen, dass der nicht kaputt geht. Oha, okay. Der hat 500 gekostet, also okay, wiegt ungefähr 9 Gramm. Und sonst habe ich noch eine Kette. Da habe ich das Kreuz einzeln gekauft und die Kette auch nochmal einzeln. Das war insgesamt zu knapp über 1000, also die Kette insgesamt mit dem Kreuz zusammen. Ja, genau. Und das wäre eigentlich alles, was ich heute anhabe. Entspannt, entspannt. Hier der Endbetrag. Bro, wie kannst du das Ganze finanzieren? Wie alt bist du? Ich bin 21. Genau. War das erste Mal, wo du im Video was Das erste Mal war, glaube ich, vor 2 Jahren circa, denke ich. Ja. Nee, also ich bin selbstständig, also ich habe eine Firma im E-Commerce, habe da mehrere Online-Shops und baue auch unter anderem mit anderen was zusammen auf. Genau. Oha, okay, ja, okay, haben wir einen kleinen Business-Boy am Start. okay, Bro, danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Würdest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Nö. Danke. Also ich nicht. Ich grüße alle Leute, die mich kennen und mich verfolgen. Das war's, danke. Was geht ab, Bro? Wie geht's? Wir haben den Jean-Pierre am Start, guter Kollege von mir. Wie geht's dir, Bro? Mir geht's sehr gut, gutes Wetter mal in Hamburg. Viel los am Sonntag. Auf jeden Fall, heute ist Sonntag. Ihr wisst wahrscheinlich, ich arbeite auch am Sonntag. Ich glaube, hier ist einer der letzten Tage, wo der Weihnachtsmarkt hier offen hat. Und ich glaube, deswegen ist es hier so voll gerade. Bro, ich wollte wie viel ist dann auch mit dir drehen? Safe, ich bin am Start. Er passt perfekt rein. Hau mal raus, Bro. Dann lass uns mal straight anfangen und starten bei deinen Schuhen. Die Schuhe sind LV Trainer. Ja.
haben 890 Euro gekostet. 890 Euro LV-Trainer. Du hast ja mehrere Paar auch davon, meinst du, ne? Ich hab die auch so dein Daily-Beater, ne? Daily, ja. Also wie ein Air Force eigentlich. Aber ja, zeitlos. Ich auf jeden auch, Fall. Ich war dreimal im Store, hab den anprobiert und überlegt, ob ich mir den holen soll. Dann habe ich es gemacht, hat sich aber gelohnt. Also der ist zwei Jahre alt, aber... Aber hat lange gehalten bis jetzt. Hält immer noch. Perfekt, ja. Perfekt. Die Cargo Pants. Die Cargo habe ich für 30 Euro bei Amazon gekauft. Okay. Also ein Schnapper von Branded. Schnapper, okay, Branded. Habe ich auch in schwarz und in beige. Sehr geiles Teil. Qualität ist auch solide für 30 Euro. Mhm. Sehr nice, steht dir auf jeden Fall. Stackt schön auf dem Schuh. Ja, safe. Wie sieht's aus mit dem Pullover? Also ich finde den Pullover echt cool, irgendwie. Ich finde, der steckt gerade so raus. Ja, der ist so... Normal sind die in zwei Farben gesplittet, also blau oder lila. Okay. Der ist von Earl, heißt das. Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. 170 Euro. Ein bisschen reduziert war der. Ich glaube, auf Farfetch kostet der jetzt 350. Also okay. Da nicht kaufen. Ja. Der ist clean, geile Farbe, bisschen special hier mit diesem Scroll. Das finde ich gerade cool dran. So. Safe, safe. Spannend. Clean. Hast du darunter noch irgendwie was an so? Darunter habe ich ein T-Shirt von Returnity, einfach okay. Weil die Qualität nice ist. Spannend, spannend. Digga, jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Highlight-Piece. Highlight-Piece. Die Bomberjacke. Prada-Bomberjacke in grün. Das ist so ein Velour-Grün. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera kommt. Mit Orange innen drin, also ganz nice. 2000 Euro hat die gekostet, also sehr teuer. Aber die Ledervariante kostet ja 4000 oder noch mehr, irgendwas. Manche Colorways. Ja, auf jeden Fall aber ein zeitloses Piece jetzt mit Bomberjacken eh. Ja. Also es ist ja auch die Bomberjacke, die auch in der, mit der Kollaboration mit Raf Simmons entstanden. Ja, genau. Also nicht Kollabo, er hat sie einfach bei Prada designt. Und wie ist genau. So die Quali, Bro, so? Also die ist sehr, sehr nice. Ich feiere an den Ärmeln, dass die so ein bisschen, ja, sieht man hier, ja, so diese Optik. Ich weiß jetzt nicht, wie man das beschreibt. Und ja, dicker, also hält warm im Winter auf jeden Fall. Top, top, top. Farbe ist nice und ja, dieses Detail so. Man erkennt nicht direkt, dass es Prada ist, aber Kenner wissen es direkt. Kenner wissen auf jeden Fall. So, if you know, you know. Auf jeden sehr Fall. Sehr geiles Ding. Auf jeden Fall. Ja, passend dazu noch Handschuhe von Prada. Essential in Hamburg. Essential in Hamburg. Wenn man mit dem E-Scooter unterwegs ist, braucht man Handschuhe. So. Ich glaube, da warst du doch dabei. Da war ich dabei. Du hast, glaube ich, 280 oder so. Ach, irgendwie sowas da Zeit, ne? Man hat kann, sich das rentiert? Ja, ob man jetzt Handschuhe für fast 300 Euro braucht, ist die Frage, aber... Ja, du hast es, Digga, du hast es. Deswegen, so, anscheinend brauchst du es. Man kann damit sein Handy bedienen, also das war... Ja, richtig. Der Pluspunkt. Eine sehr wichtige Funktion. Hast du noch irgendwas am Start? Nee, das war's so. Okay, Digga, top. Hier der Endbetrag. Also ich muss sagen, ich finde dein Outfit auf jeden Fall cool. Natürlich Highlight, die Jacke. Also, safe. Die Jacke also, ist echt schön, muss man echt wirklich sagen. Die Farbe kommt auch richtig krass in echt rüber. Safe, safe. Ihr könnt ja mal gerne mal schreiben, was ihr so über die Jacke hält. Ja, checkt John Pierre auf jeden Fall auf Instagram ab. Der Boy hat auf jeden Fall einen Instagram-Account, wo er auch Fashion macht. Und ja, willst du noch was sagen, Bruder? Ja, so, Freunde, es ist egal, ob ihr jetzt in kompletten Designer-Outfits rumlauft oder ob euer Outfit 10.000 Euro kostet oder nur 50. Am Ende ist wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, das anzieht, worauf ihr Bock habt. Und ja, falls ihr euch was nicht leisten könnt, lasst euch nicht runterziehen. Macht das Beste draus aus dem, was ihr habt. Und ja, Freunde. Du machst ja auch immer so eine Videos, wo du zeigst, günstige was Alternativen. Günstige Alternativen, ja, genau. So. Also man kann oft mit günstigeren Sachen viel rausholen. Also die Hose kostet 30 Euro. Wenn man die gut kombiniert, dann ist das nice. Man braucht nicht unbedingt jetzt die Designer-Sachen. So. Braucht man auch nicht. Es sind wichtigere Sachen. Man sieht es jetzt mit Virgil so. Gesundheit ist das Wichtigste am Ende. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und ja. Top. Ja, danke dir, Bro, dass du mitgemacht hast. Gerne. Das war's. So, Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir haben auf jeden Fall coole Outfits am Start gehabt. Schreibt mal eure Meinung zu den Outfits in die Kommentare. Und ja, ich wünsche euch an der Stelle, Leute, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Zeit mit euren Familien. Viel Spaß und viel Erfolg euch allen. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, Leute, wenn ihr dem Video ein Like da lässt. Das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.